Rund 2000 Leute haben am Mittwochmorgen vor der Kieler Sparkassenzentrale gegen einen möglichen Verkauf der Provinzialversicherung demonstriert. Die Gewerkschaft Verdi wollte den Verbandsgremien, die dort tagten, einen deutlichen Protest klarmachen. Im Landtag war zu diesem Thema eine Aktuelle Stunde angesetzt. Dazu haben wir Johannes Kalden, Ralf Stegner, Andreas Tietze und Wolfgang Kubicki zu ihrer Meinung gefragt. Die Provinzial ist ein großer, traditionsreicher Versicherer hier in Schleswig-Holstein und im Norden mit einer Anbindung an die Fläche, mit einer Flächenpräsenz, mit vielen traditionellen Kunden in Schleswig-Holstein. Und wir sind der Auffassung, dass es wünschenswert ist, die Provinzialversicherung zu erhalten in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft. Dafür gibt es jetzt eine Option aus Nordrhein-Westfalen, die nach unserer Auffassung offensiv und ergebnisoffen geprüft werden sollte. Es darf keine Privatisierung bei der Provinzial geben. Wir wollen, dass die Arbeitsplätze hier im Norden erhalten bleiben. Ein Unternehmen, was ja sehr viel auch fürs Gemeinwohl tut, auf Dauer das auch tun kann. Das heißt nicht nur Privatisierung nicht jetzt, sondern überhaupt nicht. Und das gilt übrigens gleichermaßen für die Sparkassen. Auch da gilt es, Privatisierungsgefahren abzuwenden, wenn wir darüber reden, wie wir ihnen helfen können. Das war für uns auch eine Schocknachricht. Die Sparkassen haben ja vor 2 Jahren von uns als Landespolitiker Solidarität eingefordert und haben gerade das öffentlich-rechtliche System der Sparkassen gelobt. Und wenn jemand Solidarität einfordert, dann muss er jetzt auch Solidarität zeigen, wenn es um die öffentlich-rechtliche Versicherungsbranche geht. Es geht um 2000 Arbeitsplätze in Schleswig-Holstein. Und wir sagen, das Modell der Sparkassen ist ein Vertrauensmodell, genauso wie das Modell der Provinzial. Und das müssen wir erhalten in Zeiten von Banken- und Finanzkrisen. Ja, noch wissen wir nicht, dass es und ob es überhaupt zu einem Verkauf kommt. Sicher ist jedenfalls, dass es ohne Mitentscheidung der Landesregierung oder des Landtages nicht gehen wird. Ich bin auch sehr skeptisch, dass es einen Sinn macht, die Provinzial einem großen Konzern wie der Allianz anzugliedern oder einzugliedern. Ich kann die Besorgnis der Beschäftigten verstehen, aber ich kann auch zusichern, dass es keinen übereilten Verkauf gibt, nur weil die Sparkassen klamm sind.